Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Ich habe uns erstmal ein bisschen Platin hergestellt. Bei dem Händler hinter mir Extra-Anzug, Upgrade-Karten geholt, damit wir uns ein paar Plätze freischalten können. Und die Kabelbäume gekauft, die er noch hatte. Die restlichen müssen wir auf einer Raumstation kaufen. Dann werden wir erstmal das Platin verkaufen, damit wir ein klein bisschen Geld haben. Minus 14% auch noch. Ah, ja, klar. Dann verkaufen wir das woanders. Gucken, was gibt das Gold hier? Minus 10%. Gut, das hat sich gerade erledigt. Wenn wir jetzt eine Aussprungkapsel orten. Da bekommen wir nämlich einen Anzugplatz statt für Geld für drei Ressourcen, die man mit sich rumschleppt. Ja, wir brauchen unbedingt Upgrades. Ich habe uns noch einen dritten Lagerbelt dahingestellt und ein paar Ressourcen reingesammelt, damit wir erstmal welche haben. So. Das Update 4.0 ist für Langzeitspieler, die schon alles erspielt haben, vollkommen für den Arsch. Aber für neue Spieler jetzt, wie hier für diesen Spielstand, ist das nicht weiter schlimm. Da wir es uns ja noch nicht alles erspielt haben. Dann werden wir jetzt erstmal gucken, ob wir alle vier hier auf dem Planeten machen können. Hört ein bisschen früh auf mit dem Impulsantrieb. Dann müssen wir noch in weitere Systeme springen, um Upgrades für Nanit bei den Händlern in der Raumstation kaufen zu können. Wir hoffen, dass wir eine gute finden. Links von uns ist auch ein abgestürzter Frachter. Aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Einmal kartieren. Dann brauchen wir einen Platz. Super. Wir brauchen nämlich ein Gehäuse. Natriumnitrat und ein Nanorohr. So. Nehmen hier oben ein. Hier ist Jetpack. Dann gucken wir jetzt, ob wir hier relativ in der Nähe gesehen noch einen haben. Geben wir uns jetzt zur nächsten. Ah, die ist wieder eine Stunde entfernt. Und höchstwahrscheinlich können wir auch, früher könnte man, wenn man einen Frachter gefunden hat, der ihm gefällt, einfach in der Raumstation vorher neu laden, um immer wieder anzugreifen, bis er in S-Klasse auftaucht. Das dürfte jetzt allerdings hinfällig sein durch das automatische Speichern. Müssen wir einfach mal sehen, wenn wir so weit im Spiel sind.
Ja, gleich ein paar mehr herstellen. Ah, den hier noch reparieren. Dann könnten wir auch an die Ressourcen kommen, wenn wir ein kleines Stück entfernt stehen. Hier noch ein. Ab zum nächsten. Und die Ressourcen, aktiviertes Indium ist gar nichts mehr wert. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen wert hat, ist Gold. Oh, hier können wir auch kartieren. Dann müssen wir mal sehen, ob wir uns dann vielleicht, wenn wir Gold finden, eine kleine Goldfarm aufbauen. Die Baupläne dafür haben wir ja alle schon. Die Lager und die Raffinerien und Verbindungsrohre. Auf jeden Fall müssen wir unser Schiff und unseren Anzug upgraden, damit wir nicht so viel auftanken müssen alles und uns schneller fortbewegen können. Auch kein richtiges Gebäude. Jetzt drei, fehlt uns noch eine, können wir dann noch machen. Boom. Am besten. Hier oben. Ja. So, eine Karte haben wir noch. Die ist gar nicht weit entfernt. Oh, bremst doch. Oh. Wir laufen. Und die oberen sind auch teurer, wenn man die mit Geld kauft. Die unteren sind am Anfang billiger. Da holen wir uns dann lieber teuren. Erstmal so mit den Absprungkapseln. Jetzt begeben wir uns in den Weltraum. Ah, Moment, ich habe noch eine Karte für eine Ruine. Da hinten. Sehr weit weg. Vielleicht finden wir da Knochen, die wir verkaufen können. Ah, die sind zu tief. Einzige, was ich jetzt noch nicht gesammelt habe, ist Silber. Brauchen wir immer noch zu tief. Für Gebäude und wenn wir Glasteile einbauen wollen zum Beispiel, dann braucht man ab und zu Silber.
Oh, ein Holoterminus entdeckt. Das wird uns jetzt eigentlich noch gar nichts bringen. Oh doch. Wenn wir mit Artemis sprechen. Das passt sich ja gut. So. Ich bin gelandet. Gut, wir stehen zur Hälfte in der Höhle. Ja, die Gravitinobälle lassen wir in Ruhe. Sonst werden wir nur angegriffen. So. Mal gucken. Drei Schlüssel müssten wir sammeln. Und dann zur großen Kiste. Einer. Noch einer. Drei. Da ist der dritte. Besser, oh, tiefer. Ist er? Mal gucken, wie Geld er uns bringt. Haben wir? Gar nichts, oder was? Ja, super. Ah, jetzt. 1,6 Millionen, das ist doch schön. Ja, ein bisschen Kleingeld. Jetzt gehen wir zum Holoterminus für die Quest. Würde ich sagen, ist er direkt noch. In der Nähe. Das ist ein ungefährer Standort, aber der Turm ist groß, also. Da ist er. Können wir auch gleich in die kleinen Kabinen gehen, gucken, ob da noch ein bisschen Granit rumliegt. Wieso ist? Ah, nichts. All. Prozessor. Ja gut, mit einem vernünftigen Jetpack hätten wir jetzt auch fliegen können. Aber so müssen wir hochlaufen. Schade, dass man die Treppen nicht in seiner Basis bauen kann. Die sehen echt cool aus. Das ist aber neu. Haben wir die meisten Ressourcen dabei. Den wir jetzt hin dürfen.
Allein mitten der Sterne. Ach, jetzt müssen wir 3 Signalbooster bauen. Ach, wir können das hier auch machen. Platte und Nano. Boah. Da haben wir keinen Platz. Die Karte braucht auch kein Mensch. Wo haben wir geparkt? Wo ich schaue, ist irgendwo unten. So. Erstmal in den Weltraum. Können wir uns besser umgucken. Aber nur 3 Punkte machen müssen. Machen wir die jetzt mal schnell. Raumstation läuft uns ja nicht weg. Ah, auf dem würde es direkt Gold geben. Doch gut. Sich hier direkt die... Oh, cool. Das sieht aber aus wie eine Absprungkapsel. Ja, das ist ja nett. Haben wir direkt noch einen Inventarplatz. Jetzt wieder nicht. Das ist ja praktisch. Ah. Hier kommen 3 hin. Da müssen wir. Ja, wir brauchen sowieso alle, also. Jetzt kurz den Signalbooster aufstellen. Eigentlich auch Absprungkapsel finden oder nur mit den Karten. Ah, ein Holo-Terminus. Der bringt uns jetzt gar nichts. Zur letzten Position haben wir eigentlich schon Multi-Werkzeug. Nein, haben wir nicht. Sind Kabelbäume. Ein Quantencomputer und 3 Resonatoren. Bei davon. Quantencomputer. Brauchen der. Eine Anti. Oh, der ist schon eingebaut. Okay. Der ist eingebaut. Auch immer. Können wir mal gucken. Strom gibt es nicht. Minerale auch nicht. Zumindest nicht in der Nähe. Immerhin haben wir das Visier jetzt. So. Wo, welchen Planeten wir müssen?
unserem können wir sogar Silber abbauen. Das System gar nicht so schlecht für den Anfang. Aber eine Hauptbasis würde ich hier trotzdem nicht hinbauen. Da mir dieses Gelb, der Gelbbraun der Fußbodenfarbe gar nicht gefällt. So. Und direkt wieder montieren. Irgendwie das Gefühl, wir sind hier falsch. Mal sehen. Hat geklappt. Aber wir können auch direkt noch gucken, was das Gebäude uns hier. Mal sehen. Muss einfach immer die Wahl einen weiterschieben. Bei dem Rätsel ja. Haben wir denn nicht eben schon? Nicht auf diesem Planeten. Oh, das ist gut. Das könnte ein Portal sein. Wo ist unser Raumschiff? Gucken, ist hier was Schönes drin? Also Artemis müssen wir im Weltraum mitquatschen. Die Ruine ist auf einem anderen Planeten. Liegt ja alles auf demselben Weg. Super Gespräch. Lokalisiere einen Holoterminus. Der war doch hier auch. Ah, anderer Planet. Dass man nicht oben drauf landen kann. Was hat die Spielmusik jetzt eigentlich für einen Schaden? Wenn wir bei dem nicht waren, können wir mal kurz abscannen. Strom. Beides in derselben Richtung. Da haben wir Mineralien. Strom. Ah. Das müssen wir jetzt aber mal kurz in Angriff nehmen. Finden wir hier, wenn wir Glück haben, Gold finden. Oh nein. Oh nein, da war ein Loch. Geh doch da hoch. Wir werden die natürlich nicht jetzt bauen, sondern nur markieren. Aber Strom und Ressourcen direkt in der Nähe voneinander. Nicht gut. Manchmal findet man nur eins von beiden.
Super. Der hier irgendwo sein. Echt jetzt genau in dieser dämlichen Blume? Ich sprach. Strom der Klasse B. So. Werden wir uns erstmal markieren. Metallplatz, vier Stück. Platz. Hier. Haben wir ja jetzt aber auch mal viel Glück. Strom und Energiequelle. Strom ist ja mal gelblich, hätte ich gesagt. Und nicht blau, aber. Nur 340 entfernt in der Mitte und dann können wir eine riesen Verbindung zwischen denen bauen. Das ist doch gut. Da steht da so ein komisch leuchtender Baum im Weg. Hoffentlich ist es Gold. Ah, ein Tier. Wir brauchen unbedingt Jetpack-Upgrades. Katastrophe. Oh, danke. Mittig stellen wir uns einen Basiscomputer dann kurz hin. Finden wir die Punkte übrigens auch wieder. Und was ist es? Kupfer. Scheiße. Auch kein Mensch. Ja. Und ja. Falls wir mal Kupfer benötigen. Vielleicht Orange. So, wo ist unser Schiff? Oh nee. So. Upgrade-Modul erhalten. Hab ich nicht. Ah, wir haben jetzt Wasserdüsen brauchen wir. Ein Hydraulik haben. Oh Kacke, kein Salz. Naja. Also Fleet hatte ich auch nicht. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es auf einer Basis oder von einem anderen, der rumfliegt, den kann man ja auch Sachen kaufen. Hat einer von den Salz. Das Kristall so fliegt, werden wir wohl eher selber holen müssen. Brauchen wir aber einen Planet mit Wasser. Aber das hat ja noch Zeit. Immer eins nach dem anderen.
Was war das denn jetzt? Alter, ich stehe doch genau in so einem Ding. Ist nicht wahr. Ende mit C. Oh, ich stehe auf so einem Teil, ey. Ist nicht wahr. Jetzt auf einmal. Ein Dreck. Endlich. Ah, den brauchen wir nicht. Ah, den Übersetzer wollen wir. Machen wir das da. Gucken wir uns die Ruine an und dann gehen wir jetzt dann endlich mal zur Raumstation. So. Ich sehe die richtige an. So. Bitte mal auf den anderen Planeten zu scannen. So, der. Guck vor. Mal sehen, was für eine Ruine ist. Hoffentlich. Na. Alien-Artefakt, mit dem wir interagieren können. Weil dann könnten wir ein Portal schon mal finden. Das wäre super. Jetzt fehlt zwar noch die zweite Glyphe, aber ist es, was ist es? Oh nee, es ist echt nur eine Achterminals. Oh da. Gott, wo müssen wir es sehen? Doch eine Ruine. Hoffentlich gibt es da diesmal was. So, ein Stück entfernt. Irgendwas anderes? Dann nicht so. Ach. Nur wieder was zum Buddeln.
ein Schlüssel. Zweite Schlüssel. Hat keinen Platz. Verschieben. So. Jetzt. Jetzt müssen wir die Kiste suchen. Mal sehen. Das macht nichts, beide bringen Geld. Gehen wir uns jetzt schnell zur Raumstation. Upgrades hatten wir ja schon geguckt, können wir da keine guten bekommen. Da das Platin auf dem Planeten nichts wert war, ist es im ganzen System nichts wert, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir fliegen zur Nader-Mission, die wir hier haben. Und müssen dann in der nächsten Folge ein neues System erst fliegen, bevor wir das Platin verkaufen können. Habe ich ja super geparkt, die Anomalie. Hey, wo will er denn hin? Da wollten wir hin. Super. Ganz prima. Jetzt stehen wir in einem anderen Raumschiff. Wir kommen doch hier nie wieder weg. Und mit unserem Jetpack da hochkommen? Oh, bitte, bitte, bitte. Oh. Nein. Ja, gut, das Jetpack reicht noch nicht. Bald hochlaufen. So. Cool, wir haben gerade Quecksilber bekommen. Oh. Cool. Cool. Dann werden wir in der nächsten Folge neue Systeme bereisen, um nach Upgrades Ausschau zu halten, dann Anzug abzugraden. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts verpassen wollt, gerne abonnieren und liken.
und bis zum nächsten Mal.